Eigentlich wollte ich eine Beziehung mit einer Frau eingehen, die ich im Internet kennengelernt habe. Leider haben wir uns nach 2 Wochen getrennt, weil sie in die eine Richtung gegangen ist und ich in die andere Richtung. Nein, auf keinen Fall. Das ist hier auch mit der Polizei Federal abgesprochen. Sobald mein Geld eingetroffen ist, werde ich meine Passage kaufen, bekomme meinen Pass wieder. Der ist zur Sicherheit bei der Polizei hinterlegt. Dann geht alles den normalen Weg. Leider kann ich von der Familie keine Unterstützung bekommen, da meine Mutter sehr krank ist. Und mit meinem Bruder spreche ich schon seit über 13 Jahren nicht mehr. Zu essen bekomme ich reichlich, genügend. Und ich finde, es ist ein Land sehr hilfsbereit, freundlich, was man von uns Europäern leider nicht sagen kann. Ich werde auf jeden Fall zurückkommen nach Natal, weil wir wollen ein ganz großes Fest hier machen. Und wenn ich in Deutschland wieder bin, schlafen, schlafen, schlafen. Ele chegou ao Brasil no dia 15 de dezembro de 2009. E a sua estada aqui, por 90 dias, vai até o dia 15 de março deste ano. Após essa data, ele seria, pela situação econômica que ele está vivendo aqui, falta de recursos de se manter no país, ele não pode solicitar a prorrogação de prazo de estada. Nesse caso, ele seria notificado a deixar o país em 8 dias. Ele não saindo nesse período, se abriria um processo de deportação, onde ele seria o governo, no caso a União, arcaria com o ônus do custo das passagens para o seu país de origem.